vielleicht rennst du und vor dir selbst weg. Obwohl du weißt, du müsstest wissen, und was dir übrig bleibt. Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier im Benno-Haus zu unserem neuen Musikformat Unterm Radar, in der wir Leute vorstellen möchten, Bands, die unserer Meinung nach noch ein bisschen zu wenig auf dem Radar sind, möchten ein bisschen Reichweite geben, aber auch einfach mit den Leuten quatschen, sie kennenlernen und einen schönen Tag zusammen verbringen. Ich bin auf jeden Fall froh, heute die Bielefelder Band Dächer begrüßen zu dürfen. Es gibt euch noch gar nicht so lange, seit 2 Jahren circa. Genau, die Jungs haben Erfahrungen gemacht mit Straßenmusik, aber hatten dann auch schon ihre ersten Festivalauftritte. Und ja, ich bin froh, dass sie heute hier sind. Kommt doch bitte mal hier zur Couch. Okay, sitze gemütlich. Ja, alles seid gut. Seid ihr gut angekommen hier? Absolut. Okay, sehr schön. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einmal vorstellen, wie ihr seid, wie ihr heißt. Ja, ich bin Jascha, ich bin der Sänger. Ja. Ich bin Daniel, ich spiele Bass in der Band. Ich bin Sunny, ich bin der Leadgitarrist. Ich bin Jonas, ich spiele Schlagzeug. Sehr schön. Ja, der Bandname ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Könnt ihr vielleicht mal erklären, wie ihr darauf gekommen seid, wie das alles entstanden ist? Wir haben die Band eigentlich mit einem anderen Drummer noch, mit Leon, gegründet. Mhm. Und wir wollten uns dann eben zusammensetzen und einen Bandnamen finden. Und Leon hat gesagt, wir müssen brainstormen. Und dann haben wir alle einfach verschiedene Namen gesagt. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, habe gesagt Dächer. Und die beiden haben gesagt, ja, das ist es. Und ich so, war es wirklich? Und dann hat Jascha noch gesagt, ja, Dächer, aber mit AE. Und so ist der Name entstanden. Um nochmal den extra Touch mit reinzugeben, so. Ja, also ist jetzt keine große, super spannende Geschichte. Aber ist trotzdem, finde ich, ganz nett.
viele Assoziationen auf jeden Fall mit dabei. Immer wenn wir, seitdem wir diesen, dieser Name da ist, sieht man immer viele Dinge ganz anders. Wenn wir unsere, zum Beispiel irgendwelche Fotoshoots haben, dann ist irgendwie unser Hang dazu auf jeden Fall immer oben auf Dächern, oben irgendwo über der Stadt das zu machen. Und wir suchen auch immer nach Möglichkeiten, das Symbol des Daches überall einzubauen, wo wir noch können. Das, unser großer Traum ist irgendwann, dass wir, wenn wir eine Schallplatte rausbringen, dass man diese Schallplatte aufklappen kann und dann wie ein Hut, wie ein Dach auf seinen Kopf setzen kann. Hopefully wird das mal irgendwas. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wünsche euch da viel Glück. Ja, wie seid ihr denn zur Musik gekommen? War das die klassische Garagenband am Anfang oder wie ist das entstanden? Also Musik war irgendwie bei uns allen schon immer ein Thema, würde ich sagen. Und dann habe ich mit Daniel früher vor ein paar Jahren ganz viel Straßenmusik gemacht und so hat sich das dann entwickelt und daraus ist die Band auch geworden. Ja, ich glaube, das Besondere zum Beispiel bei Jonas und mir ist, dass wir eigentlich aus dem Jazz kommen. Also da liegt unser beider musikalischer Ursprung. Also ich habe tatsächlich auch 10 Jahre lang Trompete gespielt zum Beispiel und habe da sozusagen auch meinen ganzen Anfang gefunden. Bin dann erst später zur Gitarre gekommen auch, genau. Und ja, also während wir natürlich offensichtlich keinen Jazz machen, merke ich schon, dass ich immer noch von der Musikrichtung auch beeinflusst werde, sei es in den Akkordvoicings oder was weiß ich, da merke ich immer noch, wie mich das beeinflusst. Und ich denke mal, Jonas, für dich ist das genauso. Definitiv. Gibt es denn noch andere Einflüsse, die euch irgendwie geprägt haben, ob es jetzt heute noch in der Musik drin ist oder nicht? Für Sunny und mich wahrscheinlich viel auch The Districts. So eine sehr gute Band. Ich denke mal, die hatten wahrscheinlich in vielen Bereichen einen recht guten Einfluss, einen recht großen Einfluss auf uns. Aber es sind, glaube ich, recht viele Einflüsse. Ja, hauptsächlich die Musik, die man hört. Der ganze Psychedelic Rock der 60er, 70er, auch so noch moderner Rock, alles Mögliche fließt da ein. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich auch immer wieder. Das heißt, man fokussiert sich jetzt nicht auf ein paar Inspirationen und dabei bleibt man, sondern man findet neue Musik, neue Quellen der Inspiration, die vielleicht auch gar nicht in der Musik selber liegen und schaut, was man daraus dann macht und was man dazu findet. Ja, ist ja auch gut, wenn man sich ständig ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht auch nicht direkt in eine Schublade gesteckt werden kann. Das ist ja auch immer eigentlich ganz schön. Habt ihr denn so ein typischen Prozess, wie irgendwie Lieder von euch entstehen? Gibt es da erst irgendwie die Melodie zu oder die Idee vom Text oder wie läuft das bei euch? Ja, meistens schreibe ich die Texte alleine, zu Hause oder irgendwo anders. und mit denen, meistens habe ich dann ungefähr schon eine Idee, wo es hingehen soll, soundtechnisch und von der Stimmung und Atmosphäre her. Und arbeite daran zu Hause ein bisschen und bringe das dann mit zu einer Probe. Und dann arbeiten wir das zusammen, finde ich, ganz gut aus. Musst du dich dafür dann ins stille Kämmerlein setzen? Oder? Ja, ich bin auf jeden Fall jemand, der dann eher... Also ich kann nicht unter Menschen schreiben. Die meisten Texte von uns sind auch sehr introspektiv einfach. Es geht viel um einen selbst und Kämpfe mit einem selbst. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass ich das nicht in einer großen Gruppe schreibe. Ja, braucht man auch beim Schreiben so ein bisschen diese Stimmung vielleicht, ne? Ja. Genau, jetzt habt ihr euch einmal vorgestellt. Ihr habt noch ein paar Songs vorbereitet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne nochmal auf die Bühne gehen. Zu realisieren, zu dekonstruieren.
dich weg von mir. Ich seh viel mehr als du in dir. Du kannst dich nur verlieren. Du kannst dich nur verlieren. Und bleib nicht hier. Ja, genau. Ihr habt ja viel Erfahrung irgendwie in Straßenmusik gemacht bis jetzt. Könnt ihr einmal vielleicht erklären, wie sich das so anfühlt, dann vor fremden Leuten irgendwie in der Stadt zu spielen? Es ist gewöhnungsbedürftig. Es dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt, dass irgendwie alles gesehen wird, aber auch übersehen wird. So. Es kommt mit der Zeit. So, man muss das lernen, man muss damit umgehen können, und dann macht es eigentlich nur noch super viel Spaß. Also ich muss sagen, ich habe da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen privilegiert, weil ich habe mich zu Jascha einfach dazugespielt und gestellt und habe Bass gespielt. Mhm. Und er hat mit 13 schon angefangen, sich mit der Gitarre hinzustellen und zu singen. Aber für mich war es eigentlich von Anfang an irgendwie eine richtig schöne Erfahrung. Ich habe von Freunden gehört, dass die manchmal nervös waren oder so, aber irgendwie habe ich es immer richtig genossen und bin da irgendwie so in die Musikwelt reingeboren worden. Gab es denn da schon öfters mal, keine Ahnung, böse Blicke von irgendwelchen Leuten oder vielleicht Probleme mit der Polizei oder so? Ja, immer wieder. Also es ist relativ egal, ob Ladenbesitzer, Polizisten oder ja, Anwohner. Anwohner gar nicht so oft. Das ist, glaube ich, sogar noch nie vorgekommen bei mir. Aber es passiert schon, dass man da teilweise unangenehme Kritik kriegt oder aufhören muss wegen dem Ordnungsamt. Ja, das passiert schon öfter, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so daran gewöhnt ist. Was wird euch denn dann gesagt zum Beispiel? Ich kann mich an eine Situation erinnern. Also manchmal sitzen Obdachlose da und wir fragen die dann meistens, ob es okay ist, wenn wir spielen. Aber einmal haben wir angefangen zu spielen, da saß einer sehr weit entfernt und wir dachten, wir geben dem danach ein bisschen von unserem Gewinn. Aber der ist dann gekommen und der hatte so einen Gehstock und der hat so irgendwie mit dem Gehstock so irgendwie ein Schild, was wir aufgestellt hatten, so weggeschlagen und okay, hat irgendwie so gesagt, ja, das könnt ihr ja hier nicht machen hier und keine Ahnung. Da haben wir uns ganz irgendwie haben mit dem geredet, haben ihm gesagt, dass wir ihm dann Geld geben und dann war es auch okay. Und hat er den Ovolus dann noch bekommen oder hat er sich damit versaut? Ja, nee. Okay. Aber wenn du sagst, du machst das, seitdem du 13 Jahre alt bist, konntest du dir damit dann auch ein bisschen Taschengeld verdienen oder war das wirklich eher so ein Ding, du möchtest einfach da reinrutschen irgendwie und...
Ich habe es vor allem gemacht, weil ich es einfach ausprobieren wollte am Anfang und es hat super Spaß gemacht, weil man halt auch direkt ein sehr direktes Feedback kriegt, was gut ankommt, was nicht so gut ankommt, welche Lieder Spaß machen, wo Leute anfangen zu tanzen und so weiter. Also vor allem für Spaß, aber ich konnte mir dadurch natürlich auch super viel Equipment kaufen. Oh ja. Gitarrenverstärker, neue Gitarren, was man nicht alles so haben will. Da muss man wahrscheinlich auch einige Male zocken, bis man sowas zusammen hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihr wart ja bis jetzt auch nicht nur in Bielefeld, ne? Habt ihr irgendwelche Unterschiede gespürt zwischen Münster, Bielefeld oder wo ihr auch immer gespielt habt? Wo spielt ihr am liebsten? Also wir waren vor 3 Jahren einmal, nachdem wir angefangen haben zusammen zu musizieren, nach dem Lockdown, nach dem Corona-Lockdown, hier in Münster und haben gespielt. Und dann ist fast direkt nach ein paar Liedern das Ordnungsamt gekommen. Okay. Die haben gesagt, so hier überhaupt nicht elektrisch verstärkt und nur von der vollen bis zur halben Stunde. Ich glaube, so war es damals. Ich weiß nicht, ob sich die Regelung geändert hat. Aber das ging natürlich für mich dann gar nicht, weil ich spiele einen E-Bass. Und ohne elektrische Verstärkung ging es dann ja nicht. Und ja. Also war es hier dann schwierig. Wir haben dann auch aufgehört, glaube ich. In Bielefeld sind wir dann ganz gut dran mit den Regelungen. Ja, da kennt ihr wahrscheinlich auch schon eure Spots, ne? Ja, wir kennen unsere Spots. Wir kennen da die Menschen, die sich beschweren könnten, aber die uns mittlerweile auch kennen. So, mir hat Paderborn immer sehr gut gefallen, weil es eine recht kleine Stadt ist. Aber dafür irgendwie, also da kommt die Musik sehr gut an. Da haben die Leute Bock drauf, es wird viel getanzt und so. Das war immer sehr schön in Paderborn. Dann muss ich wohl auch mal nach Paderborn. Ihr habt ja auch schon öfters jetzt mal Festivals oder Konzerte gezockt, also wo ihr auch wirklich auf einer richtigen Bühne stand, sag ich mal. Wie, also natürlich gibt es da Unterschiede, wie würdet ihr die beschreiben? Wie fühlt sich das an? Oder wie fühlt es sich anders an zum Straßenmusizieren? Also, wenn man ein Konzert spielt, die Leute, die das hören, die sind da mit der Intention, Musik zu hören. Beim Straßenmusik machen, da spielt man ja wirklich für eine allgemeine Masse. Aber wenn man auf einer Bühne steht und die Leute vor einem, man sieht, dass sie das feiern, dass die genau dafür da sind und dass die ja sozusagen dich feiern, dich selber so als Musiker, das ist ein wirklich tolles Gefühl. Es ist, gibt einem fast schon so einen Rausch. Sehr interessant. Also wir hatten manchmal Konzerte, da kam nicht so die Energie hoch, aber wenn bei Konzerten dann so die Energie da ist und dann geht das manchmal so fast schon in so ein Chaos über, weil man dann einfach so Bock hat, man will nicht mehr aufhören. So, man hat das Gefühl, man möchte nirgendwo anders sein, man muss nirgendwo anders sein. Der Moment ist alles, was zählt auf dieser Bühne. Ja, das ist, ich finde es auch einfach atmosphärisch was komplett anderes, weil es irgendwie sehr abgeschottet ist meistens. Bei Straßenmusik ist es immer ein sehr offener Raum, den man dann irgendwie füllen muss. Und ich habe das Gefühl, das ist bei Konzerten immer schon gefüllt. So die Atmosphäre besteht schon, wenn man auf die Bühne kommt und so. Ich erinnere mich da gerade gern an ein kleines Straßenkunstfestival, was wir vor 2-3 Wochen gespielt haben. Und da liefen ganz viele Leute hinter mir lang und haben mir auf die Schulter geklopft, wenn ich gespielt habe und so, machst du gut. Und sind dann weitergegangen. Bestärkt. Das hat total bestärkt. Aber das ist der offene Raum, der ist auch für alle zugänglich und das merkt man. Ja, das kann sehr anstrengend sein. Was war das denn dann für eine Bühne, wenn jemand hinter euch herlaufen konnte? Oder? Das war gar keine. Achso, okay. Also, ja. Also ganz klassisch die ganze Stadt voll mit Straßenmusik. So dass überall Musik ist, aber auch Straßenkunst, Leute auf so Stelzen und sowas. Irgendwie alles ein bisschen. Für den besten Blick dann. Ja. Ihr habt ja jetzt auch schon auf ein paar Festivals gespielt und zum Beispiel auch bei Fridays for Future. Das hat ja alles nochmal einen viel größeren Wert, sage ich mal. War das da irgendwie anders als zum normalen Konzert? Ist das schon eine Aufgabe, die man da zu erfüllen hat, so? Also für Fridays for Future zu spielen ist für uns, wir sehen das so ein bisschen als Aufgabe. Für uns ist es die Möglichkeit, etwas als Band zu tun, dafür, dass man
irgendwie mithelfen, hilft, diesen Planeten noch weiter lebenswert zu halten und einfach nur dazu für zu sorgen, dass vielleicht ein paar Leute mehr kommen, ein paar Leute mehr stehen bleiben bei diesen Veranstaltungen. Das ist irgendwie schon den Aufwand wert, dahin zu gehen und da auch für umsonst zu spielen. Und das ist für uns einfach, glaube ich, schon so eine Herzensangelegenheit. Wir haben das schon zweimal jetzt gemacht in verschiedenen Settings in Bielefeld. Und es sind auch hier wirklich viele Leute, hier kommen so 3000 dann auch. Und ja, das fühlt sich dann nochmal sehr anders an, für einen größeren Zweck zu spielen und nicht um der eigenen Musik willen, nicht um der eigenen, des eigenen Egos willen. Und das ist schon ein sehr besonderes Gefühl, würde ich sagen. Wie würdet ihr denn so euren Sound, euer Genre beschreiben? So? Ich würde ganz klar sagen, also da gibt es immer ein bisschen Streitigkeiten. Von der einen Seite wird dann gesagt, Indie-Pop, Indie-Rock, man kann es gut sagen, dass wir uns alle mit Genres und Genregrenzen so ein bisschen schwer tun. Im Grunde genommen würde ich es Alternative Rock nennen, also irgendwie nicht so ganz zusammenfassbar. Also das ist einfach, ja, einfach sehr schwierig. Also ich würde sagen, wir halten uns da auch nicht dran fest. Also wir sagen jetzt nicht, wir sind eine Indie-Rock-Band, wir sind eine Alternative-Rock-Band und deswegen können wir nur Songs machen, die in diese Richtung gehen. Also ich würde sagen, manche Songs von uns klassifizieren sich definitiv als so Indie-Pop-Songs. Die haben einfach, gehen in eine poppigere Richtung und das ist ja auch absolut irgendwie nichts Schlechtes. So, solange sie am Ende des Tages gut klingen, ist ja ganz egal, in welche Schublade man sie schiebt. Deswegen, wir machen das einfach so, wie wir es für richtig halten und nicht, wie wir es in ein Genre kategorisieren. Ja, gibt sich da auch selber so eine Abgrenzung, so ein paar Schranken, wenn man halt ganz genau definiert, was man macht, ne? Mir fällt gerade nur ein, Jonas hat gesagt, wir haben schon zweimal bei Fridays for Future gespielt. Ja. In der Konstellation stimmt das. Aber mir ist eingefallen, dass eigentlich wir noch eine Connection dazu haben. Einer der ersten Gigs, die wir als Dächer offiziell gespielt haben, war eben Fridays for Future vor, ja, eigentlich 2,5, 3 Jahren. Da, ja, genau, da haben wir beide mit noch einem anderen Drummer zusammen als Dächer das erste Mal performt. Also haben wir noch eine ganz, also auch wichtige Beziehung quasi, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, klar, schon eine lang bestehende Beziehung dazu. Ja. Ihr habt ja auch, sag ich mal, euren Hit Zeit verschwimmt. Habt ihr ja jetzt ungefähr vor einem Jahr released. Was hat das mit euch gemacht oder als Banddynamik, aber auch irgendwie ja vor Publikum, oder hat das eure Reichweite groß vergrößert? Könnt ihr ein bisschen was zu dem Song erzählen? Ja, es war auf jeden Fall ein super, super wichtiger Startpunkt, würde ich sagen. Einfach so ein bisschen, einfach mal was raus in die Welt bringen, von einem hören lassen. Und dann eigene Lieder, das ist schon immer ganz, war schon ganz schön. Ja, ich denke vor allem sehr gerne so auch an den ganzen Entstehungsprozess zurück. Also ich bin tatsächlich wirklich kurz vor der tatsächlichen Aufnahme des Songs der Band wirklich ganz offiziell erst beigetreten. Hab dann innerhalb von einer Woche so geguckt, okay, was finde ich da so an Melodien, die ich spielen kann. Und dann ging das alles ziemlich schnell, dass das so eine super intensive Probenphase wurde und wir innerhalb dieser ganzen Aufnahme-Sessions und Ideen-Sessions für Zeit verschwimmt halt einfach auch neue Songs entworfen haben, die wir auch heute noch spielen. Und entsprechend hat der Song einfach so was gewisses Nostalgisches für mich auf eine komische Art. Und was mir dann auch irgendwann schnell aufgefallen ist, dass einfach tatsächlich dieser Song rumkommt. Also dass Leute den hören und ich habe davor lange Musik gemacht, aber natürlich nie was so rausgebracht. Und das war ein besonderes Gefühl irgendwie, dass man was in die Welt setzt und das tatsächlich auch gehört wird. Das ist ein tolles Gefühl. Genau, wenn ich an Zeit verschwimmt denke, dann denke ich auch an irgendwie die Konzerte, wo Jascha den ersten Akkord spielt auf der Gitarre und die Leute anfangen zu kreischen, weil sie den Song kennen und dann irgendwie auch also mitsingen, fast den ganzen Song über. Also denke ich schon, dass es auf jeden Fall gut angekommen ist. Aber was meint ihr, woran lag's? Habt ihr euch noch mehr Vorbereitungen gegönnt oder hat's einfach
hat dieser Song einfach gut funktioniert? Was ist die Erfolgsstory? Können wir gar nicht so richtig sagen. Also es hat irgendwie einfach funktioniert. Es war eine sehr kurze Vorbereitungsaufnahme und Probezeit. So, das war eigentlich viel zu wenig, würde ich fast schon sagen. Also das war, hat einfach irgendwie funktioniert und die Leute mochten es. Also für mich war diese Entstehung des Songs auch so ein ganz wichtiger Punkt, weil bis dahin kannte ich die Band gar nicht. Ich habe nämlich den Song damals für sie aufgenommen und gemischt und ich habe den halt während des Mischens so viel gehört. Ich habe ihn halt auch nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Einen Monat lang saß ich da dran, immer wieder neue Versionen gemacht, bis wir alle zufrieden waren. Und dann war dieser Punkt, das war nämlich, es gab nämlich noch gar keinen festen Drummer zu der Zeit. Daniel hatte dann auch das Schlagzeug eingespielt auf der Session. Und als es dann fertig war, das Ding raus sollte, war dann einfach die Frage, wie macht man das jetzt? Wie bringt man das unter die Leute? Und habe ich gesagt, okay, es ist nicht so meine Musik, die ich jetzt gerade mache. Ich bin eher an andere Sachen unterwegs, aber ich finde das so toll, es hat mich sofort so gecatcht einfach. Weil ich glaube, für die Band Dächer setzt dieser Song die Mut, dieses Introspektive, dieses leicht melancholische, die deutschen Texte und auch so eine sehr klare, dynamische Songstruktur, die sich auch bei vielen unserer Songs durchzieht. Und seitdem wissen die Leute auch sehr genau, was sie von uns erwarten können. Und es war irgendwie ein sehr gutes Debüt, was für sich stehen kann und was mich und viele Leute einfach gecatcht hat. Also schon so euer Vorzeigetrack, sag ich mal. Könnt ihr den denn selber noch hören? Oder mittlerweile gar nicht mehr. Wir können ihn wirklich nicht mehr hören. Ja. Wir können ihn auch nicht mehr so gut ernst nehmen. Ja. Ja. Gib uns ein Jahr und dann ist es wieder okay. Ja, bei Proben und so ist es immer ganz schlimm, wenn wir den einmal durchspielen müssen. Wir machen manchmal so Black Metal oder Jazz-Version daraus. Einfach, weil den haben wir 1000 Mal gespielt. So. Ja. Deswegen können wir jetzt in Proben ganz gerne damit rumexperimentieren. Ich finde, live ist es nochmal was komplett anderes. So, die Leute freuen sich drauf und live macht es auch einfach nochmal sehr viel mehr Spaß. Aber bei den Proben ist es dann immer, wenn man das Lied schon so oft gespielt hat, ein bisschen, es zieht sich. Kann ich mir gut vorstellen. Ihr habt ja auch noch einen Gegenstand mitgebracht, wenn ihr uns den einmal zeigen möchtet. Der liegt da vorne noch. Ja, kannst du gerne eben holen. Was könnte das sein? Ein Fahrrad? Genau, das ist mein Gitarrenkoffer. Erstmal vielleicht so ein kleines Fragezeichen, warum wir einen Gitarrenkoffer mit haben. Aber gerade das Logo, was wir darauf gemacht haben, ist zu der Entstehungszeit von unter anderem Zeit verschwimmt und generell auch so ein bisschen der Band entstanden. Das haben wir zusammen in dem Probenwochenende in Jonas Altem Studio gemacht. Deswegen kommt da immer ein bisschen Nostalgie mit hoch. Wenn man schon einiges durchgemacht. Ja, auf jeden Fall. Sieht man ja auch. Ein weiterer wichtiger Gegenstand für diese Band, den konnten wir leider nicht mitnehmen, weil es ein Lastenfahrrad ist. Ja. schwierig zu transportieren, gerade wenn man mit dem Auto hier ist. Aber dieses Lastenfahrrad, es heißt Kurt. Und Kurt ist sozusagen das unoffizielle fünfte Mitglied von Dächer. Zu, ich weiß gar nicht wie vielen Gigs, haben wir damit wirklich fast all unser Equipment hinchauffiert. Und entsprechend, ich muss sagen, ich liebe Kurt einfach. Also ganz egal, ob er mich oder Musikequipment transportiert, es ist wunderbar wirklich. Ein tolles Fahrrad. Und es hat uns noch nie einen Stich gelassen. Niemals einen Platten, niemals Akku leer, nix. Kurt steht auch sehr dafür, dass wir einfach versuchen, jeden Gig auch ohne Autos zu bestehen. Auch den Veranstaltern sagen, wenn es irgendwie geht, dann stellt uns ein Drumset. Wir versuchen auch keine Amps mitzubringen, weil uns das schon sehr wichtig ist, dass man auch dieses ganze Business, das Musikbusiness ist schon auch nicht so gut fürs Klima, da muss man ganz ehrlich sein. Und mit dieser ganzen Obsession auch mit Technik. Und wir versuchen, unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten. Und ohne Kurt könnten wir das nicht. Ja, hört sich an, als hätte er schon einiges an Drecksarbeit erledigt für euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch einen weiteren kleinen Gegenstand dabei. Es ist die Dächermappe. Oh ja.
einiges mitgemacht. Die dokumentiert einige der ersten Gigs wirklich, wo wir auch noch nicht in der Konstellation waren, wo quasi die Dächerband aus Jascha und mir und noch einem halben Mitglied quasi bestand. Das war mal eine Englischmappe. Und da haben wir zum Beispiel irgendwie vom 21.09.2021 eine Setlist von irgendwie einem unserer ersten Gigs. Also ja, das war, glaube ich, das ist eine Hechelei, oder? Ja, genau. Ja. Das war das erste Konzert, super spontan mit einem alten Skater-Kollegen von mir, der dann super spontan für uns Schlagzeug gespielt hat. Das war spannend. Und da haben wir tatsächlich auch das erste Mal Zeit verschwimmt gespielt. Jascha hatte den Song irgendwie einen Tag vorher geschrieben. Fertig gemacht, ja. Fertig gemacht, genau. Und dann haben wir den da irgendwie direkt auf die Bühne geholt und seitdem, ja, ist ja ein Grundstein dieser Band. Ja, hoffentlich auch dann in Zukunft noch. Habt ihr denn sowas wie eine Bucketlist, also eine To-Do-Liste, was ihr mega gerne nochmal machen würdet? Oder habt ihr da schon vieles von abgehakt vielleicht? Gibt es da so einen großen Traum? Ich glaube, Jonas möchte gerne auf dem Haldern Pop-Festival spielen. Sonst haben wir, glaube ich, nicht so große Ziele. Es gibt natürlich ein paar KünstlerInnen, wo man gerne mal mit denen ein Konzert spielen würde oder was in die Richtung. Aber ich glaube, sonst Ziele direkt haben wir nicht so richtig, oder? Ich würde allerdings trotzdem sagen, ganz klar auf einer Bucketlist steht erstmal eine Albumproduktion. Also genau, wir sitzen auf einigen Songs, die ich sagen würde, sind im Grunde genommen bereit, aufgenommen zu werden. Albumproduktion natürlich sehr teuer. Entsprechend müssen da erstmal die Mittel zusammenkommen. Und genau, das wäre natürlich sozusagen das konkreteste Ziel für diese Band, ein Album in die Welt zu bringen für alle. Ja. Wie möchtet ihr das veröffentlichen? Hättet ihr auch mal Bock, eine Platte vielleicht zu pressen oder sowas? Das ist ja auch immer eine sehr schöne Sache an sich. Ist ein großer Traum. Ja. Ich weiß nicht, wie gut das realisierbar ist, aber ist ein großer Traum. Ja, also ich habe schon öfters gehört, viel Geld kommt da auch nicht bei rum, ne? Also man muss schon sehr viel in die Platten auch investieren. Ja, generell die Kulturbranche ist ja ziemlich am Leiden im Moment. Viele Konzerte müssen abgesagt werden, weil zu wenig Karten verkauft werden. Die Leute haben weniger Geld. Dementsprechend können auch einfach weniger Karten gekauft werden. Und das merkt man als Musiker natürlich auch super stark, dass auch die Fördermittel stark gekürzt werden. Und ja, ist einfach ein bisschen schwieriger geworden, gerade nach Corona, wenn man das so sagen kann. Ja, klar. Aber wie finanziert ihr euch denn? Also macht ihr das alles irgendwie aus eigener Tasche? Habt ihr irgendwie... Also wir haben das Privileg, dass wir jetzt nie was draufzahlen müssen bei all den Konzerten. Es kommt was rum, es geht in die Bandkasse und das kann uns so ein paar kleine Sachen ermöglichen, noch einmal wie so ein bisschen Merch zu kaufen und die wieder zu verkaufen. Das ist noch okay, aber es ist schon der Einbruch zu letztem Jahr, wo es ziemlich viele Interesse an Kultur gab nach Corona und jetzt das Jahr ist es wirklich sehr groß. Wie jetzt Konzerte abgesagt werden, wie nie nirgendwo mehr Förderung für irgendwas vorhanden ist an Kultur. Es ist ein bisschen beängstigend, würde ich ganz ehrlich sein. Meint ihr dieser, nach dem Tief und danach kam ja das Hoch, meint ihr, das ist jetzt schon so ein bisschen abgeklungen wieder? Ja, das ist jetzt vorbei. Jetzt muss man sehr gut gucken, wie man die Leute wieder mitnimmt. Man merkt, dass es auf jeden Fall innerhalb der zum Beispiel Party- und Techno-Szene auf jeden Fall ein großes Auf gibt und dass viele Leute daran interessiert sind, weil sie das viel mitbekommen haben über Corona, über soziale Medien. Aber die Konzertkultur und ist da nicht präsent gewesen. Das konnte man den Leuten ja nicht vermitteln. Also muss ich scheinbar wieder erst so etwas in vielen Menschen finden, dass sie gerne rausgehen zu einem Konzert, dass sie vielleicht mal nicht zu Hause bleiben auf dem Sofa und dass sie auch das Geld dafür investieren. Konzerte sind auch teurer geworden, das muss man auch dazu sagen. Und das ist, es wird alles schwierig gerade. Ja, sind halt auch nicht durch Streams ersetzbar, ne? Habt ihr euch irgendwie über Corona, habt ihr da irgendwelche anderen Mittel benutzt, um irgendwie an die Leute zu kommen? Also es gab ja viele Livestreams oder sowas. Habt ihr euch sowas gegeben oder? Nicht wirklich. Okay. Also wir haben natürlich so viel Content auf Instagram gemacht, gerade von Konzerten, wie es ging. Aber sonst haben wir, glaube ich,
gar nicht so viel gemacht. Man muss dazu natürlich sagen, dass die Dächerband irgendwie ein Produkt jetzt aus der Corona-Krise geworden ist, weil irgendwie Ende 2019, Anfang 2020 war das ja, ne? Und da kannte ich Jascha noch gar nicht. Und ich habe dann während des Lockdowns Jascha kennengelernt. Da durfte man keine Straßenmusik machen. Und dann haben wir nach dem ersten Lockdown das erste Mal zusammen Straßenmusik gemacht. Und dementsprechend ist die Bandgründung erst etwas nach Corona entstanden. Und dann hatten wir noch gar nicht viel Content zu posten oder so. Also hatten wir dieses Problem eigentlich gar nicht jetzt so präsent. Ja. Was wären denn nächste Termine, Pläne, die ihr habt, wo man euch vielleicht sehen könnte? Wir spielen auf jeden Fall auf dem Campus-Festival in Bielefeld, auf dem Lichtalben-Festival hinter Hannover, glaube ich, von Bielefeld aus. Und auf dem Festivalkult in Porta Westfalica. Genau. Umsonst und draußen. Das ist alles immer sehr nett. Wie kann man, ja? Das sind so die Termine, die Leute aus Münster auf jeden Fall interessieren könnten. Da können sie gerne bei uns vorbeigucken und schreibt uns vorher. Wenn ihr vorbeikommt, dann trinken wir auch mit euch noch ein Wässerchen. Freuen uns. Wo kann man euch denn sehen, wenn man es jetzt nicht zum Konzert schafft? Habt ihr eine Insta-Seite oder? Ja, ganz einfach Instagram, Dächer-Band, da findet man uns. Okay, habt ihr noch letzte Worte, die ihr uns mitteilen möchtet? Nicht nur auf Instagram, sondern natürlich auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen, zwei Songs, die wir schon haben und auf YouTube gibt es da auch was. Und Bandcamp, Soundcloud. Bald ja dieses Video. Man sieht es ja hoffentlich über YouTube. Ja, genau. Ist einfach, kann man recht easy finden auf Spotify und Co. Einfach Dächer mit AE und dann sind wir da mit Fremder und Zeit verschwimmt. Und danke, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich würde mich dann für heute auch verabschieden. Ich fand, es hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und dann würde ich jetzt mal sagen, noch viel Spaß mit den Jungs. Tschüss. Zeit verschwindet, ich komm nicht hin.